Da, fest! Deine, los! Ja. Ja, hi. Hier ist der Thorsten. Und der Manne. Und der Manne. Ja, wir haben jetzt gefühlt 500 Meter unser Scheiß geschleppt. Über Sandbank hier, die Elbe, die hat ja kaum noch Wasser. Hier. Ja, da vorne liegen die Boote. Hier ein Schritt vor dem nächsten mit dem ganzen Rödel. Tja, Mann, was haben wir vor? Ja, auf jeden Fall erstmal einen Waller fangen, wa? Wir wollen Waller fangen, genau. Das ist erstmal Ziel der Geschichte. Ja, wir wollen eine Packung, die ich schon seit längerem im Auge habe, aber Packungsangeln noch nicht so oft gemacht habe. Und da habe ich mir den Manne zur Hilfe geholt, weil der Manne, der kann Packungsangeln. Der kennt sich da aus. Hatte ein paar Mal Glück. Ja. Und nun wollen wir das gemeinsam probieren. Ja, wie ihr seht, hier steht nun alles fertig gepackt. Mada hat seins alles schon verzurrt. Ja. Und ich muss bei mir noch schnell vorne zwei Gurte rüber machen. Und dann kann es losgehen. Auf jeden Fall. Oder Manne? Die Zeit rennt wieder. Wir haben jetzt schon wieder fast 5:30. Also, wir müssen Gas geben. Ja, na dann los. Dann ab. Mal die Packung an hier. Ihr habt ja schon gesehen. Solche Stellen hier, genau die suchen wir. Und ich bin optimistisch. Das sieht hier relativ cool aus. 3-4 solche Stellen habe ich jetzt hier schon gesehen auf dem kurzen Ende. Der Thorsten erwartet da hinten auf mich. Doch, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich denke, dem nehmen wir hier mal eine Nacht. So, ich zische jetzt erstmal zurück. Komm noch nicht so doll ran. Ja. Angelandet. So, wie ich eben schon gesagt habe, das sieht top aus. Und hier probieren wir einfach mal. Oder was, Thorsten? Ja. Thorsten nickt. Ja, ich bin mir ein bisschen skeptisch, weil, ja, wie gesagt, Packung, ja. Wir probieren mal. Das sah ganz schön hoch und runter aus. Ja. Ich bin Stücke mitgefahren. Alter, sind da Berge und Täler drin. Genau, ob die dat, suchen wir. Ob das die Schnüre halten, aber wir haben ja die rote Schnur. Die 1,1er und die 1mm. Und die sollten das wohl packen, oder? Ja, bin ich ganz optimistisch. Unkaputtbar. Jo, na denn? Wir springen sie uns schon bald ins Boot. Ich bin ja immer wieder erstaunt, was doch alles für eine Rödel in so ein kleines 3-Meter Schlauchboot passt. Bei Thorsten? Jo, halber Hausstand ist ja mitgekommen. Hier liegt ja schon wieder alles voll. Wahnsinn. Hey.
Und das da, der große Haufen, der muss nachher in mein kleines Zelt. Na, schauen wir mal. So, noch was Geistreiches sagen? Naja, viel nicht. Petri. Freunde, wie ihr sehen könnt, jetzt wird es langsam dunkel. Die Routen liegen. Ein paar Routen haben wir ja gefilmt. Oder da war er besser gesagt dabei. Ja, das sieht ja spannend aus. Ich finde, das ist ein schönes Stückchen Erde hier. Ich war hier ja noch nie. Du bist ja hier schon ein paar Mal vorbeigefahren. Tja, vorbeigefahren, ja. Er angelt auf der anderen Seite. Hier mal beim Klopfen vorbeigetrieben und da fand ich das schon interessant, dass da so, trotzdem, dass man relativ weit vom Ufer weg ist, immer noch mal so ein paar Spitzen hochkamen. Wie gesagt, das war immer mal in Gedanken und nun probieren wir es einfach mal hier. Genau, das denke ich auch, einfach mal ausprobieren. Mehr wie auf die Schnauze fallen können wir nicht. Für hier nicht fangen, woanders nicht fangen. Wenn das so ist. Ja, ja. Vielleicht haben wir ja Glück und wir kriegen unseren Fisch. Ja. Die Routen liegen, wie man so schön sagt, nach bestem Wissen und Gewissen. Ja, Gewissen, wie schreibt man Gewissen? Groß, klein? Ja. Auseinander? Ja. Ich denke, die liegen schon alle ganz gut. Wir sind jetzt hier auch nicht so weit auseinander gegangen, weil wir, oh, jetzt kommen die Mücken, weil wir hier auch niemanden behindern wollen. Ich habe keine Ahnung, das sind vielleicht 100 Meter, die wir runtergegangen sind und dann sind wir jetzt hier nochmal. Also eigentlich gute Wurfweite. Ja, das passt schon. Und ja, auf das kurze Stück haben wir jetzt die vier Routen aufgestaffelt und das, ich denke, besser hätten wir es nicht machen können. Und wenn hier kein Fisch kommt, dann ziehen wir morgen um. Oder besser gesagt, nach dem Frühstück fahren wir einfach mal mit dem Schlauchboot los, gucken uns mal das untere Teil von der Packung an. Vielleicht ist das noch interessanter, wer weiß. Ich kenne mich hier nicht aus, Thorsten genauso wenig. Wir geben der ganzen Sache hier mal eine Nacht und die GoPro steht schon. Vielleicht kriegen wir noch einen Live-Biss. Jo. Und dann schauen wir einfach mal. Wir haben uns jetzt hier schon mal den Grill angemacht. Thorsten schreibt hier noch fleißig mit seiner Frau. Ja, die sitzt ja alleine zu Hause auf der Couch. Ja. Finde die aber auch nicht schlimm. Hat sie mal ihre Ruhe. Und kann in Ruhe schlafen. Naja. So, wir werden jetzt immer was grillen und dann gehen wir mal zum ruhigen Teil übergehen. Das war ja sehr anstrengend hier heute alles. Ja. Also so weit habe ich mein Zeug noch nie geschleppt. Noch nie. Ja, waren gefühlte 500 Meter. Ja. 100 waren es bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Hast du schon mal geguckt, was ich da geholt habe?
Ja, irgendwie, was hast du mich von der Seht ihr von ordentlichen Steak, ja? Ja, irische Beefsteak. Oh ja. Ja. Na, da bin ich ja mal gespannt auf den Grillmeister. Ja. Aus Irland. Haben sie gesagt. Ja. Naja, man sagt ja immer, unter 400 Gramm sind Carpaccio. Aber ich glaube, das sieht nicht nach Carpaccio aus. 318 Gramm das Stück. Und das andere Stück noch genauso. Naja. Jo. Oh, dann bin ich ja mal gespannt. Das lassen wir uns gleich schmecken. Ja. Und dann sehen wir uns in der Hoffnung beim Fisch, beim Drill. Genau. Ja. Im besten Fall im Drill. So, dann bis zum Biss. Ja, oder bis morgen früh. Oder bis zum Kaffee. Alles ja. Klar. Wir werden es erleben und ihr seid dabei. Bis dahin. Ja, ciao. Keine Kopflampe. Das ist mir da irgendwie was leuchten, genau. Oh Gott, das ist ja nun. Das ist ja nun auch nicht. Leucht mal nach vorne? Hältst du uns hier gleich mal im Fuß? Ja. Perfekt. Ich glaube, den kannst du gleich vom Ufer nehmen hier. Oh ja. Ah ja, doch, da ist so klein. Ganz so klein ist er doch nicht. Sehr schön, hat jetzt doch geklappt. Jetzt weiß nicht die Packung. Aber ja, oder? Ja, Fisch ist Fisch. Ja, oh, Betrieb, Mann. Da ist er. Geil. Ich freue mich.
Guck mal, sehr markanter Fisch. Ja. Jetzt schon mal wieder lebt. Schön. So, Freunde. Da ist er, unser Erster. Hat es doch noch geklappt. 4 Uhr, sagt Thorsten, haben wir gerade. Ja. Hat ja relativ lange gedauert. Aber da ist er. Super, so kann es weitergehen. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch von der Nacht. Petri, meine. Petri, Dank. Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch. Ihr wart ja die Nacht dabei. Wir konnten euch ja einen Fisch zeigen. Sind natürlich mega happy drüber. Aber, man muss wieder aber sagen, der eigentliche Plan war ja die Packung. Und da kam kein Biss. Jetzt ist natürlich wieder guter Rat teuer, wie immer. Was machen wir? Bleiben wir hier? Gehen wir noch ein Stück weiter lang runter. Das wird sich natürlich nachher erst entscheiden, wenn wir mal gucken waren. Ja, der Plan war eigentlich ein bisschen anders. Aber ja, der Plan war, das war ein Packungsfischfang. Ja. Aber wir hatten 3 die Packung runter. Das hatten wir ja gestern erzählt. Und an Strom aufgesehen, ersten Buhnenkorb. Da haben wir eine abgelegt und die hat Fisch gebracht. Obwohl eigentlich unspektakulär aussah. War mehr oder weniger eine Jokerroute, einfach zum Probieren. Ja, ja, aber die ging heute Morgen um 4 Uhr krumm. Ja. Ja, besser haben und den Fisch auf der Habenseite. Ja. Aber unser eigentlicher Plan war ja, einen Fisch aus der Packung holen. Naja, wir haben eine Nacht. Manne guckt sich den Verlauf hier ein bisschen noch an nachher, den Packungsverlauf. Ja. Und entweder sitzen wir das hier aus, weil die Ecke, das sah schon richtig klasse aus gestern mit diesen ganzen Verwerfungen. Oder wir packen doch nochmal ganze Sack und Pack zusammen und ziehen um. Aber das werden wir mal hier erstmal in Ruhe den Kaffee genießen. Genau. Und dann gucken wir uns das an und entscheiden dann entsprechend. Ja, und wie auch immer, ihr seid dabei. Genau. Ja. Bis später. Jo, bis nachher. So, ich bin jetzt mal bis runter gefahren zum Ende der Packung. Und die fahren wir jetzt einfach mal bis nach unserer letzten Route lang hoch und gucken mal, wie das hier unten alles so aussieht. Ob das vielleicht ein bisschen besser ist. Wieder oben, mal gucken. Weil ich bin eigentlich kein Freund von 2 Tare am gleichen Platz angeln. Meistens wechseln wir immer gleich nach der ersten Nacht wieder den Platz. Auch wenn wir gut gefangen haben, wird trotzdem gewechselt. So, wir fahren jetzt hier genau die Packung an. Hier neben mir haben wir schon das erste Hindernis. Eine Tonne. Da müsst ihr auch immer drauf achten, da gehen die Fische gerne mal drum rum. Wir haben jetzt hier eine Durchschnittstiefe von 1,5 Metern. Jetzt wird es ein bisschen tiefer. Hier geht es schon mal wieder ans Hoch. Kann auch der Packungsfuß sein. Machen wir mal ein Stück weiter raus. Was hier mir angucke und ausprobiere und teste, schwenke ich immer hinten mit dem Schlauchboot so hin und her. Dann könnt ihr immer testen, wo es lang hoch geht und wieder lang runter geht. Ich fahre quasi immer so ein bisschen im Zickzack die Packung lang hoch. Weil mal liegen die Steine weiter draußen, mal sind sie weiter drin.
jetzt fast angekommen an der letzten Route und muss leider sagen, so umgehauen hat mich das jetzt da nicht wirklich. Ich denke mal, wir werden an dem Platz bleiben und werden einfach die Routen nochmal neu staffeln, beziehungsweise andere Entfernung. Mal gucken, was sich da so ergeben tut. Schade. Ich bin jetzt nicht unbedingt so heiß drauf, alles wieder ins Schlauchboot zu hucken und hier runter zu fahren, aber das sah jetzt wirklich nicht so toll aus. Naja, so ist es manchmal, ja. Man muss es so nehmen, wie es kommt. Außerdem müssen wir gleich mal die Routen kontrollieren, weil das Wasser steigt ein bisschen und hier kommt schon einige Knüppel lang runter. Ich hoffe mal, dass die Montagen sauber sind, da müsst ihr halt auch immer drauf achten. Nützt ja nichts, wenn es da unten total geil aussieht und ihr dann nur Dreck fangt. Bei uns da, wo wir jetzt sitzen, sieht es so aus, als wenn es mehr im Fluss lang zieht, wie da, wo wir sitzen. Aber das werden wir gleich sehen, wenn wir die Routen draußen haben. So, ich fahr jetzt mal wieder hoch. Hi, ihr wart ja die Nacht dabei, dass wir Fische gefangen haben. Jetzt will ich euch mal die Montage zeigen, worauf der gebissen hat. Wir haben hier einmal den Double Ghost Hook in Größe 3.0. Als Halterhaken vorne den 8.0er Mega Hook. Und das Ganze wird getragen durch eine 7 Gramm Data Hubhose. Ja, recht lang auch das Vorfach und für die Vorsicht den Fische, was ja auch in dem Fall funktioniert hat, haben wir hier ein Bungee dran, ne? Was die Flucht unseres Deadbaits praktisch, wenn der Fisch zubeißt, simuliert, dass er vielleicht doch weg will. Ja, und bestücken möchte ich die ganze Geschichte mit einer Klötze, die ich eingefroren gebracht habe. Na. Ja, und da möchte ich euch mal die Verwendung von unserem Deadbait Puncher zeigen. Und ja, verwenden werde ich hier zwei von den Corksticks. Die sollten bei der Plötzengröße reichen. Die ist ungefähr, naja, nicht ganz 20 cm. So, als allererstes steche ich hier hinten mit dem Messer ein. Auf der anderen Seite auch, aber etwas versetzt, um da den Deadbait Puncher einzuführen. So, was natürlich wichtig ist, dass die Plötze einmal die Schwimmblase noch durchgestochen wird, bekommt. So, jetzt nehme ich den Deadbait Puncher und führe den hier mit leichten Drehbewegungen unter die Haut und nehme das Rückenfleisch, das Rückenfilet raus. Dabei drehe ich den immer, um das auch abzuschneiden sozusagen unter der Haut. Ja.
Hat noch nicht ganz geklappt hier vorne. So, ihr seht schon, dass er da einfällt. Ja, das ist weg. Auf der anderen Seite, wie gesagt, etwas versetzt nach hinten. Hier ist schon ein bisschen weich geworden hier. Auch. Vorsichtig bis nach vorne durch. Dann drücke ich mit dem Daumen, drücke ich da ein bisschen gegen. Dann löst sich das und ich kann es da auch rausnehmen. Ja. So. Genau, jetzt habe ich zwei Kanäle da hinten drin. Filet ist weg. Jetzt nehme ich die Corksticks für die vorne ein. Gehe auch wieder rein, bis nach vorne durch. Und nehme den Stab und schiebe den nach vorne, bis ich auf den Corkstick treffe. Und ziehe dann meinen Puncher nach hinten raus und somit ist jetzt hier der Corkstick drinne. Das gleiche mache ich mit dem zweiten auf der anderen Seite. Gehe auch wieder vorsichtig hier unter die Haut bis nach vorne und schiebe den Stab wieder von hinten gegen den Kork und ziehe den Puncher nach hinten raus. Somit habe ich jetzt beide Corksticks hier drinne. Ja, jetzt kommt der Haken durchgesetzt. Hierbei gehen wir nicht von unten nach oben, sondern von oben durch die Schädelmitte nach unten durch, damit das Maul das Köderfisch geschlossen bleibt. So, jetzt habe ich hier noch einen Sicherungsgummi. Den ziehe ich hier noch über die Hakenspitze. Ja, und den Großzug, den möchte ich jetzt hier hinten ansetzen. Dazu passe ich mir jetzt die Schnur an und wickel die einfach vorne um den Hakenschenkel und passe damit die Länge an. So, jetzt kann man gucken. Ich finde es immer schöner, damit die nicht ins Kippen kommt, den dann hier unten ins Fleisch zu schieben. Damit habe ich den gewichtmäßig gleich als Kiel. Ja, und jetzt können wir mal im Wasser gucken, wie die jetzt aufrecht im Wasser schwimmt. Dazu nehme ich mal die ganze Montage hier. Ja, ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie die Plötze jetzt im Wasser sich bewegt, wie sie halten wird. An der Starterpose jetzt hier kann man natürlich auch Mikros und alles nehmen. Wichtig ist ja nur, dass die etwas angehoben wird. Durch die Corksticks ist sie ja schon schwerelos. Wenn ich sie jetzt hier reinhalte, die bleibt ja schon oben. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Jetzt die Pose ein bisschen unter Wasser drücke, durch die Strömung, wie die doch hin und her pendelt und schön waagerecht im Wasser steht. Ja, da wollen wir nur hoffen, dass das nachher nochmal klappt, so wie letzte Nacht, und wir da wieder einen Fisch drauf fangen. Ja, Petri. So, bei uns gibt es jetzt erstmal Mittag. Ich denke, das lässt sich sehen hier. Das
oder Thorsten? Das wird schon schmecken. Oh, da ist eine Spinne. Eine Spinne an der Kamera? Jo. Dass die ja. Nicht in eine, Pfanne fallen. Lange nichts passiert hier mit unseren Fischen. Setzen die Spinnen schon an die Kamera an. So, wir lassen uns jetzt erstmal schmecken. Für später. So, wir kontrollieren jetzt hier unsere Ruten, ob die Dreck gefangen haben oder nicht. Legen die alle nochmal neu. Und dann geht es in die zweite Nacht. Wir haben jetzt schon ein paar Routen kontrolliert. Wir haben ja heute Morgen die Routen schon mal kontrolliert und neu gemacht. Waren alle sauber, lagen alle super. Also daran lag es schon mal nicht. Mal gucken, wie die jetzt hier aussieht. Sauber. Ja, komplett sauber, kein Dreck. Naja. Dann geht die jetzt gleich wieder rein. Wir haben jetzt hier ungefähr 2 Meter. Jetzt zieht es langsam hoch. Genau da legen wir ab in der Mitte. Und die haben wir jetzt relativ flach zu liegen, aber die Montage ist jetzt 2,5 Meter lang. So, jetzt gucken wir mal Thorsten seine noch nach. Aber ich vermute, die wird genauso sauber aussehen wie die von mir eben. Aber ja, denken ist nicht wissen. Sauber. Ja, nichts drin. Nichts dran und fehlt auch nichts. Dann geht die jetzt auch wieder baden. Ganz oben. Guck mal, das wird ganz flach jetzt hier. Es geben noch mal eine Etage tiefer. Das sieht schon auf. Jetzt wird es wieder tiefer. Die Route hier, die fischen wir jetzt direkt, weil die ist direkt von Füßen. Da brauchen wir keinen Umlenker. Da ist der Winkel von der Route ausreichend. So, und da wir hier die Rute jetzt direkt fischen, spannen wir die auch nicht so dolle durch. Brauchen wir erstmal nicht.
Und das bringt auch niemanden was. Umso döller wir da durchspannen, umso mehr schwingt ja die Schnur. So, die ist safe. So soll sich nachher anhören. Mal denn. So, eine noch. Der Kollege geht ja mal baden. Und dann gucken wir mal, dass wir die wieder genau da hinsetzen, wo sie gestern Abend den Fisch gebracht hat. Ist ja hier nicht ganz so einfach. Jetzt ist es langsam hoch. Ja, kommt da hin. Genau ins Mittelwasser. Ja, jetzt liegen wir auf. Du sagst ja auch nichts. Ja, schön wieder auf den Stein gefahren, der Mann. Auf die Steine bin ich gefahren, ich böser Bub. Wenn der Martin wieder sieht, dann kriege ich wieder Ärger. Der fährt immer auf die Steine. Ja, den hat es ein bisschen. Ja, mal schön durchhängen lassen hier die Geschichte. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, wie das hier schwingt, wenn das straff ist. Das wollen wir nicht haben. Das passt. Oder Thorsten? Jo, sieht gut aus. Na denn. Dann ja. Zurück zum Camp. Warte mal, ich werde hier mal noch ihn reinstecken. Das ist mir irgendwie noch ein klein bisschen wackelig. Besser. Passt noch. So Freunde, die Ruten liegen, da stehen sie alle vier, nach bestem Gewissen. Wir werden jetzt hier gleich mal alles noch ein bisschen regensicher machen, weil morgen früh soll es schön schiffen. Das freut uns überhaupt nicht, weil ihr habt ja gesehen, wie weit wir den ganzen Krempel ans Wasser geschleppt haben und dementsprechend so weit müssen wir das auch wieder zurückbringen. Naja, da stehen unten schon die Kameras. Die stellen wir gleich auf, damit wir vielleicht noch einen Live-Biss filmen können. Und dann drückt uns mal die Daumen für die letzte Nacht. Dass wir hier vielleicht noch einen am Besen kriegen. Na Thorsten? Ja, das wäre schon nicht verkehrt, wenn das nochmal klappt. Bestimmt. Wir werden sehen. Ich rieche es. Du riechst. Oh, geht das wieder los. Ja, ja. Na gut. Wie ist das, wenn man Fisch unter der Nase riecht? Oh je, ich spreche nicht weiter. Okay, wenn hier irgendwas Spannendes passiert, dann ist die Kamera auf jeden Fall am Start. Und dann sehen wir uns spätestens im Drill. Ja, bis zum Biss. Genau. Thank you.
Deine, los! Ja. Jawohl, direkt vor den Füßen. Alter. Jawohl. Thorsten, ja. Der Bann ist gebrochen. Noch haben wir nicht, aber ja. Ja, ja. Geil! Bist du hin oder soll ich jemand helfen? Die Route im Moment. Hab ich. Happen. Jawohl. Yes. Petri. Juhu. Der hat schön die Würmer weggesaugt. Ja. Da hängt noch ein Stück Kalamar. Ja, da ist noch was dran, ja. Sehr schön. Prima. Guck mal da die Zange. Stell mal die Rute hier in den Ruten, Alter. Ja. Eben haben wir noch den Strahler aufgestellt für den Live-Biss. Was? Da kommt er. Eine Minute später. Ja. Geht der Sticken krumm. Ich hoffe, das sieht man. Ich hoffe, das sieht man auf der Kamera. Sehr geil. Zweiter Fisch, zweite Nacht. Was wollen wir mehr, Thorsten? Ja. Da, ganz legale Würmer. Da hängt der Rest noch dran. Ja. Prima. Na, dann halten wir hoch. Na, 1,40 Meter hat er bestimmt, wa? Jawohl. Yes. Sehr schön. Jetzt will ich aber hier mal das Lächeln sehen. Geil. Ich freue mich. Juhu. Dicke, dicke Petri. Ja. Die Reste sind noch dran. Von den Stinke-Zeugs. Ja. 10 Gramm Tornado. Hat's gerichtet. Ja. Na los, zeig mal nochmal her hier, den Kumpel. Da kommt er. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Ja, da ist er. Petri, mein Freund. Petri, dank. Manne. Geil. Jetzt zittern richtig die Knie. Kein Riese. Aber so der, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Krieg die Knie ja nicht gerade. Muss mal sehen. Ja. Gut, Thorsten, wir müssen die Route wieder legen. Ja, die muss wieder raus. Gut, Thorsten.
Jetzt geht's wieder an die Arbeit, wa? Ja, die Route muss wieder raus. Ja, genau. Das ist ein bisschen eklig. Boah. Zoomström. Surströming ist ein Scheißdreck dagegen. Jetzt sag ich euch. Da du immer so einen Scheiß hier anschleppen musst. Kannst du nicht mal mit normalen Würmer angeln, wie jeder normale Mensch auch? Ja, hier, guck. Ja. Mach ich ja. Mhm. Aber dieser olle Napfenpotter. Wie der hier? Ja. Und der mit den bloßen Finger darin. Naja, was willst du machen? Schön Disco-Musik haben wir hier auch. Vielleicht kann man das ja hören. Ja, da ist Party. Also uns sieht das gut hier. Jo. Und Fisch haben wir auch. Die Nacht ist noch früh. Ja. Und die Nacht ist noch früh. Den nächsten Kaldown hier drauf. Ibaba. Das sagst du. Hm. Das riech ich. Der Waller fand das eben toll. Ich hab dir gesagt, ich riech das. So, Freunde. Sind alle Eisen wieder scharf? Wie steht sie, die Erfolgsroute? Das ist ja nicht so einfach hier auf den Steinen rumzurennen, wenn man sich hier so eine Lampe ins Gesicht strahlt. Hier steht unsere kleine Kamera. Ich hoffe, die hat den Live-Biss drauf. Und Thorsten ist ja schon wieder am Rumteckeln. Thorsten, was sagst du denn jetzt? TT halt, Teckel-Thorsten, ja. Es hat lange jetzt hier gedauert, dass du jetzt endlich mal einen Fisch gefangen hast. Und ja, was soll ich sagen? Mir schlackern noch die Knie. Ich bin so happy. Aus der Packung. Aus der Packung. Hat sich das doch gelohnt, damit wir hier sitzen geblieben sind. Und auf Tauwürmer. Mhm. Tauwürmer mit Stinkezusatz. Und deine Stinkefinger, ja. So. Ja. Lass es so weitergehen. Ja, bis später. Wir haben die ganze Nacht noch vor uns. Ja. Und wenn wir noch einen Biss bekommen, ihr seid wieder dabei. Bis zum Biss. Bis später. So, Freunde, wir wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen. Bei uns ging die Nacht leider nichts mehr. Bis auf den Fisch gestern Abend, den ihr ja gesehen habt. Ja, ist kurios manchmal, aber ist halt so, ja. Jo. Wir haben beide einen Fisch gefangen, wir sind zufrieden. Jo, mega happy. Ja. Bei mir nach einer langen Durststrecke endlich mal hat geklappt. Ja, absolut mega. Naja. Jo, Beste draus gemacht. Hätten zwar gedacht, dass die Nacht noch mal irgendwie eine Aktion passiert, weil es war ja noch relativ früh der Nacht. Ja. Aber nö, kam keine weitere Aktion. Aber so ist es halt. Ja. Aber wir sind mega happy, weil wir, wie gesagt, jeder Fisch gekriegt haben. Und das ist ja auch nicht immer so. Nee. Ja. Naja. So, wie ihr sehen könnt. Jetzt ans Packen. Sieht es hier schon wieder wüst und wild aus. Ja, jetzt wird eingepackt, die Schlauchboote beladen und dann gucken wir mal und hoffen, dass die Autos noch da sind, wo wir sie hingestellt haben. Genau. Aber wird schon. Ja. Naja. Alles klar. Wir sehen uns. Spätestens im nächsten Film. Ja. Bis dahin. Macht's gut. Petri.